Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Unser heutiger Podcast ist der dritte einer kleinen Serie über die Berichterstattungspflichten aus den Umweltstandards zur EU-CSR-Richtlinie und der zweite, der sich konkret mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Im ersten Podcast haben Sie gehört, dass Unternehmen mit 360 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent deutlich mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen verursachen und damit maßgeblich zum Klimawandel beitragen. Ob das für das jeweils zur Berichterstattung verpflichtete Unternehmen auch gilt, wird mit der doppelten Wesentlichkeitsbewertung ermittelt. Und wenn das Ergebnis positiv ist, also ja, es ist ein wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekt, müssen bei der Berichterstattung die Anforderungen des ESRS E1 berücksichtigt werden. Dieser ist wie alle themenspezifische Standards aufgebaut. Die einzelnen Abschnitte enthalten Ziel, Zusammenspiel mit anderen ESRS und enthält die Angabepflichten gegliedert nach Governance, GOV, Strategie, SBM, Auswirkungen, Risiken und Chancen, IRO und Parameter und Ziele, MT. Außerdem enthalten die Standards eine Anlage mit Anwendungsanforderungen, die bei der Berichterstattung verpflichtend zu berücksichtigen sind. Die bei den Angabepflichten enthaltenen Datenpunkte, die sich auf Strategien, Ziele und Maßnahmen beziehen, müssen in der Berichterstattung auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn ein Nachhaltigkeitsaspekt wesentlich ist. Für alle anderen Datenpunkte müssen die Angaben nur gemacht werden, wenn die Information wesentlich für das Verständnis der Auswirkungen, Risiken und Chancen des Unternehmens bzw. für die Entscheidungsfindung der Nutzer der Nachhaltigkeitserklärung ist. Und ob das so ist, muss das Unternehmen selber bewerten. In unserem ersten Podcast dieser kleinen Serie haben wir das die zweite Wesentlichkeitsbewertung genannt. Der Standard ESRS E1 adressiert drei Unterthemen: den Klimaschutz, also was macht das Unternehmen, um zum Beispiel seine Treibhausgasemissionen zu verringern, die Anpassung an den Klimawandel und das Thema Energie, denn energiebedingte Emissionen sind der wichtigste Treiber des Klimawandels. Konkret werden die allgemeinen Angabepflichten zu machen sein, die in Anlage 2 ESS 2 aufgeführt sind. Das gilt ja für jeden themenspezifischen Standard. Im Falle des Standards E1 betrifft das die Angabepflicht GOV 3, Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistungen in Anreizsysteme. Die genauen Anforderungen sind in Absatz 13 des Standards E1 enthalten. Die müssen Sie selber nachlesen, könnten Sie sich ohnehin nicht merken, wenn ich Ihnen die aufführen würde. Sowie die Angabepflicht SBM 3, wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell. Die genauen Anforderungen sind in Absätzen 18 und 19 des Standards E1 enthalten. Bei dieser Angabepflicht werden die Begriffe Darstellung physischer Risiken und Übergangsrisiken sowie Resilienzanalyse verwendet. Dazu möchte ich kurz was sagen. Die Unterscheidung zwischen physischen Risiken und Übergangsrisiken ist im Klimamanagement ziemlich verbreitet. Physische Risiken sind solche, die sich aus Extremwetterereignissen wie Stürmen, Überschwemmungen, Bränden oder Hitzewellen ergeben, aber auch aus langfristigen Verschiebungen von Klimamustern, wie zum Beispiel zunehmende Trockenheit, die etwa dazu führen könnte, dass sie nicht genug Kühlwasser haben. Und Übergangsrisiken sind Risiken, die aufgrund des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft entstehen. Typischerweise betrachtet man dabei politische, rechtliche und technologische Risiken, Marktrisiken oder Reputationsrisiken.
Denken Sie bei solchen Übergangsrisiken zum Beispiel an die Automobilindustrie, die ja aufgrund des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft sich mit dem Abschied des Verbrennermotors mehr oder weniger anfreunden musste. Ja, und der Begriff Resilienzanalyse, der auch auftaucht, wird im Standard gar nicht definiert, wohl aber der Begriff Klimaresilienz. Damit wird die Fähigkeit eines Unternehmens bezeichnet, sich an den Klimawandel und an Entwicklungen oder Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel anzupassen. Klimaresilienz umfasst also die Fähigkeit eines Unternehmens, klimabezogene physische und Übergangsrisiken zu bewältigen und klimabezogene Chancen zu nutzen. Und Resilienzanalyse bedeutet daher die Analyse der kurz-, mittel- und langfristigen Fähigkeit eines Unternehmens, klimabezogene Risiken, physische und Übergangsrisiken zu bewältigen und klimabezogene Chancen zu nutzen. Eine solche Resilienzanalyse wird oftmals mit einer Szenarioanalyse verbunden. Das heißt, man schaut sich an, wie verschiedene Szenarien, etwa eine zögerliche Klimapolitik oder eine Klimapolitik, die konsequent das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Übereinkommens verfolgt, mit welchen Auswirkungen zum Beispiel auf ökonomische Trends oder verfügbare Technologien, auf den Energiemix, diese verbunden wäre, und wie gut das Unternehmen für solche Auswirkungen aufgestellt wäre. Ja, kommen wir weiter zu den verpflichtenden Angaben. Da hätten wir noch IRO 1, die Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen. Diese finden sich in Absätzen 20 und 21 des Standards E1, sowie, weil es Angabepflichten zu Strategien, Zielen und Maßnahmen sind, die Angabepflichten E1.1 bis E1.4. Die Angabepflicht E1.1 soll die letzte sein, mit der wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Sie enthält Informationen über den Übergangsplan des Unternehmens für den Klimaschutz. Ein solcher Übergangsplan ist definiert als die Ziele, Mittel und Maßnahmen des Unternehmens für seinen Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft, einschließlich der Reduktion der Treibhausgasemissionen im Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Übereinkommen. In dieser Angabepflicht, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen vorlesen möchte, sind Begriffe wie Dekarbonisierungshebel, CAPEX und CAPEX-Pläne und eingeschlossene Treibhausgasemissionen verwendet, die vielleicht auch nicht jeder versteht. Unter Dekarbonisierungshebel versteht man eine Kategorisierung der Maßnahmen zum Klimaschutz, wie zum Beispiel Verbesserung der Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien oder Produktänderungen. CAPEX und CAPEX-Pläne bezieht sich auf die EU-Taxonomie-Verordnung, Verordnung 2020-852 der EU, in der festgelegt wird, welche potenziell nachhaltigen, taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig gelten, das heißt dann taxonomiekonform. Voraussetzung ist, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel der EU leisten und zumindest einem und keinem anderen Umweltziel erheblich schaden und dass außerdem dabei die Menschenrechte geachtet werden. Investitionen, die in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten getätigt werden, werden als taxonomiekonforme CAPEX bezeichnet. Entsprechende Betriebsausgaben gegebenenfalls als taxonomiekonforme OPEX. Und der CAPEX-Plan stellt die Investitionen dar, die in den nächsten 5 Jahren in die Ausweitung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten getätigt werden sollen. Mit dieser Taxonomieverordnung muss man sich ohnehin beschäftigen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, denn im Artikel 8 der Taxonomieverordnung sind Kennzahlen zu Umsatz, CAPEX und OPEX aufgeführt, die in die Nachhaltigkeitserklärung in jedem Fall aufzunehmen sind.
Ja, und der dritte Begriff, den ich erläutern wollte, waren die eingeschlossenen Treibhausgasemissionen. Diese sind im Glossar des Standards definiert als Schätzung künftiger Treibhausgasemissionen, die voraussichtlich durch die wichtigsten Vermögenswerte oder zum Beispiel der verkauften Produkte verursacht werden. Solche eingeschlossenen Treibhausgasemissionen treten auf, wenn man zum Beispiel Gebäude baut oder Technologien installiert oder Produkte verkauft, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Je nach Lebensdauer der Anlagen oder Produkte sind nämlich damit die zukünftigen Emissionen für Jahre oder sogar Jahrzehnte festgeschrieben. So, das soll für heute reichen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder. Thank you.